Trainer Parkin, das ist ein dramatisches Spiel hier in Hartberg. Am Ende gibt es ein 2:2. Punkt, mit dem Sie zufrieden seid? Nein, sind wir nicht zufrieden, ist klar. Aber ich denke, man hat insgesamt ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gesehen, wo wir bis zum Ausschluss schon die bessere Mannschaft waren, die klaren Tormöglichkeiten vorgefunden haben. Da wollten wir es dann auch meiner Meinung nach zu sehr erzwingen, auch diese Schüsse, was wir dann übers Tor geschossen haben. Nicht das Auge gehabt für einen freien Mann, aber insgesamt der Auftritt, was Körpersprache betrifft, was Dinge betrifft, die wir uns vorgenommen haben. Das Positionsspiel beweglicher geworden. Das war jetzt schon eine klare Verbesserung zum Auftritt von letzter Woche gegen die Admira. Zum ersten Mal auch ein Spiel gedreht, ist das etwas, was man mitnehmen kann oder zählt das dann am Ende nicht? Das können wir uns auf alle Fälle mitnehmen. Wir haben in der Pause gesagt, jetzt, das kann es jetzt nicht sein. Wir wollen jetzt ein ganz anderes Gesicht nochmal zeigen. Nicht wieder von der Körpersprache nach unten gehen nach einem späten Gegentreffer in der ersten Halbzeit. Und ja, haben uns fest vorgenommen, dieses Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Und das hat die Mannschaft dann richtig gut umgesetzt. Denke ich, für mich war es wirklich ein reguläres Tor vom Grüni. Braucht man sich auch nur den Schritt vom Svete auf die rechte Seite und schon ganz genau dorthin geschaut, wie der Rückraumpass zu Grüni passiert. Deshalb für mich ein reguläres Tor, denke ich, das muss man als Schiedsrichter kennen auf diesem Niveau. Und ja, das wäre die Entscheidung gewesen, denke ich, für uns. Und ja, es waren natürlich auch, was Schiedsrichterentscheidungen betrifft, waren wir sicher nicht die Glücklicheren heute, auch wenn ich erste Halbzeit das Foul an Monschein ziehe. Und wenn man sagt, man pfeift beim Handfoul Elfmeter und rot, dann ist das ebenfalls auch in der ersten Halbzeit so zu ahnden. Ich wollte es nur ansprechen, einige strittige Szenen, auch sehr viele Emotionen. Der Reinach, Monschein, erste Halbzeit für dich auch ein klarer Elfer? Ja, wenn man den in der zweiten Halbzeit gibt und den kann man geben, dann muss man meiner Meinung nach auch den in der ersten Halbzeit geben. Und genauso wie man dann zum Schluss die Gelb-Rote geben muss. Da waren viele Entscheidungen, wo ich mir schon denke, dass man da auch sicher heute nicht vom Glück verfolgt, was die Schiedsrichterleistung betrifft. Stichwort vom Glück verfolgt, da passt dann auch der Ausgleich für Hartberg ins Bild. Ja, muss man schon sagen, nach dem Ausschluss können wir uns auch bei Ivan Lucic bedanken, der dann richtig gut gehalten hat. Da war Hartberg dann am Drücker, war Hartberg diesem Ausgleich zuerst und dann auch dem Siegerstor näher. Und ja, wenn man dann die 90 Minuten mit inklusive dieser unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen sieht, dann denke ich, war es eine Punkteteilung, die dann auch gerecht war. Beim Ivan war es, glaube ich, ein bisschen knapp, dass er heute spielen kann. Der war leicht angeschlagen, hat nur probiert, ob's geht. Das heißt, ihr seid dann unterm Strich richtig froh, dass er heute am Feld stehen hat können. Ja, es war das erste Tor ein bisschen ein verdeckter Schuss, aber denke ich, der ist natürlich auch haltbar. Und er war dann in der Pause auch ein bisschen niedergeschlagen, aber wir haben ihn dann aufgerichtet. Und ja, er hat dann überragend reagiert. Und ja, war in der zweiten Halbzeit, ob das Freistoß, der gehaltene Elfmeter, weil er war dann so da, wie ich mir das vorstelle. Und da ein großes Kompliment. Er war dann wirklich wichtig und ein enorm starker Rückhalt für das Team. Ich merke, deine Stimme ist leicht angeschlagen. War es für dich auch ein sehr intensives Spiel? Egal, meine Stimme ist immer angeschlagen, egal nach welchem Spiel das ist. Es waren natürlich viele Aufreger, es war ein rassiges Spiel. Ich denke, die Zuschauer wollen, wenn sie Sonntagnachmittag in ein Stadion gehen, wollen sie so ein Spiel sehen. Sind voll auf ihre Kosten gekommen und dann opfere ich auch gerne einen Teil meiner Stimme dafür.